Ich habe dieses Jahr nicht so viel zu Pearl zu sagen. Das kennt ihr aus den letzten Jahren leider auch schon. Also ich kann zu anderen Themen, auch zur Community, noch mehr erzählen. Und ich mache bestimmt auch noch einen Lightning Talk zu Pearl heute noch. Aber jetzt geht es um was, was mehr uns alle angeht. Und zwar privat, als Pearl-Programmierer, auf der Arbeit, wo auch immer. Und zwar diese verflixten Hacker, also nicht wir, sondern diejenigen, die sich für Dinge interessieren, die wir ihnen gerne verheimlichen wollen, die haben unsere Login-Daten. Was ich damit meine, kommt gleich. Und worum es mir geht, ist, was wir damit jetzt machen, dass wir das wissen. Die haben unsere Login-Daten. Was tun wir? Jeden Tag erlebe ich solche Zeitungs-Headlines, beziehungsweise ich lese keine Zeitung, es kommt natürlich alles von den Webseiten von Zeitungen und in den nächsten Tagen wird es dann wiederholt und so. Und der 2,2 Millionen Marker ist jetzt erreicht worden. Vor kurzem waren es noch 700 Millionen. Das war schon ganz fantastisch an Login-Daten. Was sind Login-Daten? Typischerweise Username, Passwort. Das Passwort ist nicht immer Klartext, aber das hilft uns auch nicht wirklich. Kommen wir gleich zu. Genau. Heißt das, die Hacker kennen mein Klartext-Passwort? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kennen Sie alle Orte, wo ich diesen Usernamen und Passwort verwende? Wahrscheinlich nicht, aber die Gefahr besteht, wenn Sie einfach mal ausprobieren, finden Sie das schon raus. Und wenn Sie mein Passwort nicht im Klartext haben, sondern nur als verschlüsselten Hash, bin ich dann sicher? Nee, bin ich nicht. Weil die kommen auf diese Cloud-Systeme drauf, dann können Sie auch gleich mit dem Hash dort abgleichen. Die finden über euch raus, was ihr da habt, die können sich dann damit einloggen. Die sind womöglich auch wir. Wir können das auch, wir können ja programmieren. Die Methoden kann man im Netz nachlesen. Diese ganzen Datenbanken sind frei verfügbar, wir können die da auch abgreifen. Ich habe auch Links dazu, wo das geht, weil das könnte für uns auch interessant sein, das zu tun, aus Selbstschutzgründen, um mal nachzugucken und das nicht cloudbasiert zu machen, nicht per Webanfrage zu machen, sondern auf unserem lokalen Rechner nachzuschauen. Genau. Ja. Nicht nur unsere, nicht nur meine, nicht nur deine, nicht nur eure, sondern die von allen anderen auch sind bekannt. Und das heißt, wenn man jetzt auf irgendeiner Webseite sich einloggen will, wo man das noch nicht kann, kann man halt diese Usernamen-Passwort-Kombination durchprobieren. 2,2 Milliarden sind schon eine Menge. Irgendwie wird man schon auf so eine Webseite draufkommen. Damit sind im Grunde alle möglichen Websites kompromittiert. Und ich kann euch nicht sagen, welche das sind, weil ich es nicht ausprobiert habe. Das basiert auf der Sache, dass die meisten Leute oder die allermeisten Leute einen Usernamen und ein Passwort versuchen, so viel wie möglich zu verwenden. Als sie damit angefangen haben, hat ihnen keiner gesagt, dass das falsch wäre. Da damals, also früher hat da auch niemand drüber nachgedacht. Aber das möchte ich hier mit in den 20 Minuten, die ich hier habe, hier einhämmern. Das ist falsch, macht es nicht. Seht zu, dass ihr niemals was wiederverwertet. Aber das klingt jetzt anstrengend. Genau. Das bedeutet, dass ihr auf euren Social Sites, möglicherweise Dating Sites und noch ganz anderen Sites lesen könnt, was ihr da privat hinterlegt habt. Das heißt, dass die eure Daten in Dropbox oder Box erreichen können. Ja. Also auf vielen Wegen, selbst wenn ihr euer Passwort dann da geändert habt und die bei euch da jetzt nicht mehr reinkommt, schert ihr das mit anderen Leuten, die ihr Passwort vielleicht nicht geändert haben und dann kommen sie doch dran. Dafür ist das Zeug ja da. Ja, und man stellt sich so vor, wenn man in der Firma arbeitet, da gibt es eine Security-Abteilung, die betreibt eine Firewall und damit bin ich da sicher. Und zu Hause habe ich einen Router von einer berühmten Marke, war auch richtig teuer und der ist dann auch sicher. Und deswegen kann das jetzt nicht sein, dass nur weil ich auf meinem PC das gleiche Login wie im Web benutze, dass da jemand von außen reinkommt und jetzt auf meinem PC die Daten abräumt und sich alles anschaut. Das ist leider... Also, nein. Wer wurde so alles gehackt? Also die allermeisten Leute, die gehackt worden sind, sagen das nicht. Es gehört heute zum guten Ton zu sagen, wir wurden gehackt. Und es sind so täglich so 3 oder 4 große Namen, die auftauchen, wir wurden gehackt, es wurden... Folgende Informationen, Vorname, Nachname, Straße, Geburtsdatum abgegriffen, sowas sieht man in den Nachrichten. Und ich fange mal mit A an, da fallen mir sofort an auf Adobe. Adobe ist ja super, die
sind super sicher. Und Avast und viele andere, kennt man jetzt nicht alle von Bell, Bitly, Badoo. Badoo, da sind gleich 800 Millionen gehackt worden. Ja, da sind halt viele Leute. So ein paar Spiele und so, ja, C. D, bei D ist normalerweise Dropbox drin, da sind wahrscheinlich viele von uns. Dropbox ist auch, glaube ich, mindestens einmal gehackt. Ich habe gedacht, es wäre mehrmals passiert, aber ich habe jetzt nur noch einen Hack nachlesen können. Auch so kleine Sachen wie DVD-Shop.ch, also, ja. DLH.net, nicht DHL, ja, DHL, ja. Das ist manchmal sehr unterschiedlich, wie viele Accounts da dann auch abgegriffen worden sind. Also interessanterweise, gelegentlich sind da ja auch Porn-Sites darunter, die ich jetzt hier auch veröffentliche. Warum sollte ich sie zitieren? Aber da sieht man dann auch, wie viele User die haben. Und das sind gar nicht so viele wie anderweitig nützliche Sites. Mit E, da ist mir jetzt keiner aufgefallen, den ich besonders hervorheben will. Und dann hatte ich keine Lust mehr zu tippen. Ja. Ja. Ja, ja. Zu Ethereum, die anderen Cryptocurrencies, die waren da auch schon vorher. Die sind nur alle, die hatten nicht so viele User. Also so auffallen sind sie mir dann, wenn sie an die 100 Millionen private Daten dort abgegriffen haben, dann habe ich gedacht, dann mache ich sie mal dick hier. Ja, und noch viele andere mehr. Und jetzt da habt ihr auf jeden Fall irgendjemanden dabei. Also kann mir kaum vorstellen, dass hier mehr als drei Leute im Raum sitzen. Wahrscheinlich auch nicht mehr als einer, der nicht irgendwo in einem dieser Hacks drin ist. Und wenn ihr noch zu den Leuten gehört, die eure Login-Daten wieder verwerten, dann sind die jetzt bekannt und dann habt ihr die ehrenvolle Aufgabe, heute Abend im Hotel oder wann auch immer anzufangen, die zu ändern. Und da das anstrengend und nervig klingt, gibt es dazu jetzt auch Tipps. Was ist hier noch zu finden? Taobao, Snapchat, Patreon, will ihr was Gutes tun, MySpace, Kickstarter ist auch drin. LinkedIn, da sind wir eigentlich alle, oder? Jobstreet, Imgur, ja. Versuche nicht so nah dran zu gehen. So. Jetzt gibt es eine Rückkopplung. Schon. Zu mir ran. Ja. Okay. Gut, also. Was können wir tun? Wir können uns mal angucken, sind wir denn wirklich drin? Also es ist bestimmt nicht falsch, irgendwann mal in seinem Leben seine Passwörter alle mal zu ändern. Es gibt da Leute, die sagen, man sollte das regelmäßig tun, einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal in der Stunde, keine Ahnung. Das kann es nicht sein. Also so schlimm ist die Welt noch nicht geworden, das erleben wir vielleicht noch, aber dann geht es gar nicht mehr mit Passwörtern. Ja? Es gibt so nette Seiten wie Have I Been Pwned und Pwned Passwords. Da kann man jetzt seine Login-Daten eingeben und sie checken lassen. Das klingt jetzt nicht so super sicher. Der Programmierer da oder Hacker namens Troy Hunt, der hat sich aber Mühe gegeben. Und zwar, was da bei euch passiert ist, das JavaScript in eurem Browser könnt ihr euch angucken. Das ist nicht obfuscated, das ist schön sichtbar. Das baut daraus einen Hash aus dem, was ihr eingibt. Von dem Hash nimmt es die ersten 5 Zeilen. Die verschickt es über HTTPS, also über ein sicheres Protokoll an die Seite. Und dann sagt er, ob es den Hash bei ihm auch gibt. Das heißt, und das tut er, wenn du dich anmeldest bei ihm. Aber nur, ich habe mich nicht angemeldet und er schickt die Credentials zurück, aber über HTTPS wenigstens. Ja. Also dein Passwort schickt er nicht, also er schickt deinen Login-Namen, nur den Login-Namen, nicht das Passwort. Das tut er nicht. Also mit dem Passwort, das kannst du auch selber auf den Pwned Passwords, kannst du auch dein Passwort eingeben. Da habe ich auch gedacht, oh wei, oh wei. Ja, aber und es geht auf genau die gleiche Art und Weise. Es wird gehasht und die ersten 5 Zeichen vom Hash werden übertragen. Dann guckt er nach, ob er das in seiner Passwortdatenbank hat. Und dann sagt er euch, Treffer oder Nicht-Treffer. Es könnte theoretisch False Positives geben, aber sehr, eher unwahrscheinlich. Genau. Habe ich schon gesagt, ihr könnt da einen Account registrieren. Wenn ihr das macht, dann gab es ja eine Stelle mehr, wo man euch hacken kann. Aber dann informiert er euch auch. Dann schreibt er euch eine E-Mail und sagt, hier, habe ich was gefunden, da und da gibt es einen Hack und da bist du drin. Ja.
Genau, die hat sich aber nicht treuhands Mühe gemacht, das Ganze zu hashen und dann nur einen Teil davon zu verschicken, um möglichst sicher zu sein, sondern die schickt tatsächlich eure Login-Daten rüber. Das finde ich nicht so nett. Aber gut, wenn man Hasso-Plattner-Institut vertrauen mag. Der hat SAP, der macht das mit SAP. Ja. Das wird aber auch empfohlen. Also Heise empfiehlt die Hasso-Plattner-Seiten, seitdem sie die kennen. Und wenn ihr das alles nicht wollt, dann könnt ihr das machen, was die Hacker auch tun. Ihr könnt die ganzen Datasets runterladen und die sind extrem groß. Ich habe es vergessen. 128 Megabyte ist irgendwie eins von diesen Files. Also es sind große Tabellen mit Hashes und Usernamen. Genau. Wie kommt ihr aus dieser Schlinge wieder raus? Guckt, erinnert euch, wo habt ihr euch angemeldet? Wo benutzt ihr das gleiche Username-Passwort-Schema? Wo benutzt ihr ein Passwort mehrmals? Geht dahin, ändert das. Wenn ihr nicht mehr so genau wisst, guckt euch mal eure Browsing-History an. Was macht ihr da? Was sind das denn für Seiten? Vielleicht bringt euch das auf die Sprünge. Falls ihr im Browser den Passwortmanager schon benutzt, falls nicht, fangt vielleicht damit an, weil das ist super bequem, dann könnt ihr da auch die Passwörter anzeigen lassen, dann könnt ihr das sehen, könnt auch sortieren nach den Passwörtern, dann seht ihr die mit gleichen, als die untereinander stehen. Dann könnt ihr da auch wahrscheinlich direkt klicken und das ändern. Und aufhören, Passwörter neu, also wieder zu reusen. Und ihr müsst zum Glück nicht unbedingt euren Geist damit martern, wie finde ich jetzt ein neues Passwort, das ich mir auch merken kann. So ein Passwortmanager merkt es sich für euch und einige der Passwortmanager bieten euch an, auch euch eins zu erstellen. Das ist dann zwar Kauderwelsch, aber wenn ihr das mit Cut and Paste in die Webseiten reinklebt, dann geht das schon. Ja. Ganz ohne Aufwand gibt es keine Sicherheit. Ja, du musst es dir ja nicht selber ausdenken. Das kannst du. Das ist immer so in der Sicherheit. Du musst das abwägen, ob du das machen kannst. Und wenn du damit zufrieden bist. Also für NXP, kein Problem. Gut. Ja. Gut, also ich empfehle immer KeePass X und KeePass. KeePass X ist die Open-Source-Version bzw. die nicht ursprüngliche Nicht-Windows-Portierung von KeePass. Das ist ein bisschen outdated und unbequem, aber naja, ansonsten nimmt KeePass. Andere gehen auch. Es war jetzt gerade in der Presse, dass auch Passwortmanager nicht so super safe sind, weil sie zum Beispiel das Masterpasswort, wenn ihr eins verwendet, das kann man da machen, um seine ganzen Passwörter da drin zu schützen, im Speicher im Klartext ablegen. Aber das wird ihnen jetzt auch aberzogen. Genau, also random Passwörter. Ihr könnt auch, falls ihr Chrome benutzt, ein Chrome-Add-on installieren. Das testet jedes Mal, wenn ihr eure Passwörter verwendet, ob die schon irgendwo in seinen gesammelten Daten drin sind. Genau. Ja. Ich glaube, meine Zeit ist auch so ziemlich um. Habt ihr Fragen an mich? Habe ich irgendjemanden motiviert, länger darüber nachzudenken? Ja. Okay, da hast du mir was Neues erzählt, aber das ist auch sehr sympathisch. Das könnte man dann auch, wir programmieren ja, wir können das ja in alles Mögliche einbauen. Wenn wir selber irgendwo Passwörter verwenden, können wir auch gerade mal fragen, kennen wir das schon? Können wir dem nicht einen Tipp geben, dein Passwort ist leider schon bekannt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in Deutschland ist es zumindest so, dass du ab einer gewissen Größe sogar rechtlich verpflichtet bist zu melden, wenn du gehackt wurdest. Und wenn du das nicht tust, dann steht da zumindest die Staatsanwaltschaft mal auf der Matte, wenn sie dich irgendwann erwischen und stellt blöde Fragen. Ja, klar, wann ist die Infrastruktur kritisch und so weiter und so fort. Also man muss nicht direkt an Heise melden, man kann es auch jemand anderem melden. Den BSI zum Beispiel.
dem BSI. Ein guter Tipp, Zwei-Faktor-Authentifizierung, genau, und am besten nicht über SMS. Und warum nicht? Weil man SMS fangen kann. Zum einen kann man SMS fangen und wenn man eine Lizenz hat, dann kann man SMS auch gleich mitlesen. Ja, aber dafür musst du schon in der Nähe sein. Und wenn du dir die oder die API besitzen. Also, ja. Die API hilft dir nur, wenn du in dem System sitzt. Du musst in der Nähe sein. Okay. Ja. Also ich fang mal kurz zusammen. Also meine Meinung war SMS unsicher. Das ist ein bisschen umstritten, hören wir, aber allgemein ja eher unsicher. Das nächste Thema ist, gegen Social Engineering kommen wir einfach nicht an. Das ist ein ganz großes Thema, das ist aber schon in 20 Minuten nicht zu machen, ganz zu schweigen jetzt. Gegen Social Engineering ankommen ist anstrengend. Ja, vielleicht mache ich einen anderen Talk dazu. Ja, ich weiß nicht die Reihenfolge. Dann müsste mal gucken, wie sicher das Synken von Google und Firefox und so ist. Das wäre es. Auch KeePass hat, glaube ich, so eine Sync-Funktion. Ich habe mich aber nicht damit beschäftigt, wie sicher die ist. Ich weiß, dass recht viele Bekannte das benutzen, um es auf Android und auf dem PC und so die gleichen Daten zu haben. Ja. Ist auch gehackt worden. Die Cloud von OnePass, ja. Welcher Browser? Google Chrome, okay, ja. Und ich bin erschrocken darüber. Und das ist die von Anis oder so. Oder es ging an mir vorbei. Ja. Also gerade bei Google gehen viele Dinge an mir vorbei. Ich habe neulich auch irgendwas bestätigt und frage mich, was das wohl war. Das poppte dann auf und ich war beim Klicken mit dem Daumen auf dem Touchscreen. Und jetzt weiß, was habe ich denn da gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das ging so schnell. Ja. Was mir aufgefallen ist als Firefox-User mit dem Firefox-Sharing, dass wenn ihr einen neuen Firefox anmeldet und euch an euer Passwort erinnert für das Firefox-Sync und dann nicht auf die Idee kommt, noch zusätzlich ein Masterpasswort für eure gespeicherten Passwörter einsetzen, ist das Gerät jetzt halt natürlich, sobald die Konsole offen ist, für alle anderen Zugang zu euren Passwörtern an der Stelle. Also falls ihr in der Situation seid, wo das einer machen kann. Ja, also wenn ihr Firefox benutzt, müsst ihr bei einem neuen Gerät, das ihr synkt, auf jeden Fall das Masterpasswort einstellen, sonst kommt man über das neue Gerät an eure alten Passwörter. Ja. Man kann da ein anderes Masterpasswort einsetzen, ja, und das wäre genau richtig. Ja, da wird es aber schon wieder spannend. Das klingt problematisch. Ja, habe ich noch nicht erforscht. Das ist lokal auch, also es wird nicht gesendet, ja. Ja.
Da ist ja genau der Punkt, dass man die woanders gesicherten Passwörter dann über einen neuen Firefox-Sync dann plötzlich frei Haus kriegen kann. Also wenn das so wäre, aber das würde ich ja schon mal verifizieren. Und verifiziert, will ich da jetzt erstmal Chrome. Also gemerkt, der Firefox, anders als der Chrome, erwartet, dass du da nochmal das alte Passwort kennst. Sonst kriegst du die erstmal gar nicht im Sync. Du kannst den Sync nicht anstellen, wenn du nicht dein Firefox-Passwort wenigstens kennst. Ja. Na gut. Ja. Passwort Recovery war gerade auch wieder prominent, auch über Heise in den News, dass man darüber eigentlich an viele Dinge rankommt, auch ohne die eigene E-Mail. Ja. Bei den Passwortmanagern war vor einer guten Woche oder so war das in den News. Da wurde das dann kritisiert. Ich glaube, dass sich das recht schnell ändern wird. Ja, die grundsätzliche Passwortidee ist ja Hashing, so ein Trapdoor-Mechanismus, der das Passwort in irgendwas anderes übersetzt, von dem man nicht wieder zurückkommt. Und dass man wieder den Treppweg geht. In dem Moment, ja. Genau. Ja. Genau. Ja, mehr oder weniger. Also macht das Spaß, jetzt so von Hölzchen auf Stöckchen, sind über Spektre gelandet und Spektre war jetzt für eine ganze Weile nur noch für so ja, IoT-Geräte eigentlich so richtig spannend, weil die größeren Systeme eher damit aufgeräumt hatten. Jetzt gibt es den Linux-Kernel 5, der hat wieder was geändert, weiß jemand Bescheid? Egal, darf ich zumachen? Okay.